早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。但是《速度与激情九》比冰淇淋《速度与激情》《速度与激情九》我最喜欢。所以现在是音乐时间，准备，一、二、三。Football is back. And I already fucking hate it. Plus I hope Anthony Taylor falls off the bed and hits his toe on every single door he passes by. Chat, you deserve some. Gerüchte. Yes! 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 Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Now the main problem area is up here. All of this going on up here is what's causing me the most physical discomfort. It's like a visceral reaction of discontent coming from this area. This area is not good either. I hate this, but I'm mainly worried about this. Not the start I wanted us to have for the liquid, which is not supposed to be in the rules. Anyway, off the bed, it's getting late. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. L'Algérie. Ah, je n'ai jamais cru. La route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. С своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. На то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monkhe.
Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten. Hallo. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. I actually enjoyed that match. Only the first 20 minutes of it fourth. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die Logik der Frau. Otakshi no kenko ni tsuite, shinpai shite kurete arigatou. Douka kotoshi mo yoi toshi de aru youni. Kibou shimasu. Hatto said we'd struggle. Hatto said we'd be screwed cause we haven't signed anyone yet. Well bitches, we won 2-1, will you lot it now? Check the score again. Why? Well, what the fuck? Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten! Ich verbitte mir diesen Ton. Oh, Manchester United, it has happened again. Can we play you every week? Oh, so strong!
It's beautiful. Ma noi fascisti non viviamo sul passato. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa dello spasimo della vittoria. Che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. That was easy. The beast Haaland is already up and running, and his aid of Noon is in the goal charts. Lovely stuff. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Vollbeats! Dieser Wagen mit der Handlung zum Feldwagen! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.